ich bin richtig horny. Ich hab die Aufnahme übrigens schon vor dem Satz angemacht, moin. Nice. Oh nein. Yes. Ja. Ja. Kann uns mal drüber was wir heute machen. Hallo, meine werten Damen und Herren. Willkommen zu einer weiteren Folge von... Cards Against Humanity und mein Mikrofon ist wieder die halbe Facecam. Yes. Yes. Okay. Heute dabei Jan, Noah und Detra, keine Ahnung, nenn dich einfach so, weil ich's kann. Ich hab keine Ahnung, welche Karten drin sind, musste das am Laptop alles neu setupen. Heute machen wir was auch immer. Okay. Vergesst nicht, der am Ende auswählt, liest auch immer alle vor. Oh mein Gott, meine Karten sind genial. Ich hoffe einfach, dass jetzt noch alles vom Aufnehmer. Fuck jetzt. Nein, nimm das jetzt. Schon mal Cards Against Humanity mit Facecam aufgenommen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Okay, diesmal ist ja auch nur Semi-Facecam. Fucking Mikrofon. Es gibt hier für alles ein erstes Mal. Außer fürs Bumsen. Virginity Forever. Ja, was machen wir denn heute? Ja, heute machen wir der Microsoft Support. Ja, nein. Ich liebe den Microsoft Support. Auch die Grammatik. Die Grammatik ist auch wunderschön. Ja. Heute machen wir auch was? Ferdi-Bumsbini-Würstchen. Ja, ich weiß, was das ist, aber what the fuck? Das ist die erste Runde und wir haben noch nichts Rassistisches. Oder wir machen heute Menschenversuch. Ja, das gefällt mir schon deutlich besser. Das gefällt mir besser. Gut. Ein paar Menschenversuche am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Ich dachte, das ist geil. Opa wäre noch am Leben, wenn es nicht gegeben hätte. Oh, das so viel Potenzial. Ja. Ich habe gerade aus Versehen irgendwie rausgefunden, dass man sich die Karte vorlesen lassen kann, ohne dass ich es gewollt habe. Was? Ich hab und irgendwo hingeklickt, auf einmal hat's eine Karte von mir vorgelesen. Geil. hoffentlich war es nicht das Nunu-Wort. Nein. Okay. Opa wäre noch am Leben, wenn es nicht. Wenn es nicht durch. Oh, das klingt doch geil. Wäre noch am Leben, wenn es nicht. Yes. Ja, wie fett ist der bitte? Sagen wir es mal so. Beziehungsweise war. Okay. Ja, sagen wir es mal so, ja. Ihr kennt ja immer dieses Six Feet Under. Ja, es war leider so 5 Meter breit. Sagen wir es mal so. Und empathieloser Mitarbeiter bei der Suicide Hotline. Yes! Suicide for the win. Dead wrecked. Und was hast du gerade gesagt? Denn gegen Durchfall im Schoko. Der ist auch schön. Oh Gott. Noah. Er ist der beste Freund einer jeden Frau. Oh nein, das hat viel Potenzial. Ja. Oh, ich habe eine ganz gute, glaube ich. Ah, ja, ganz tolle. Ich habe noch eine sehr kritische. Feministen werden geschändet. Ja, also das ist eigentlich immer was Schönes. Ja. Also. Der Milchmann ist ja ein bisschen weiter jeden Fall. Ah, der Milchmann. Oh, ist schon nice. Übertriebene Gewalt. Ich stimme zu. Also ich würde sagen, der Milchmann ist der beste Freund. Oh, schade. Nicht der Muschi Klaus. Nicht der Muschi. Ich mag ja lieber den Fotzen Fritz. Oh, der ist auch schon. Oh, gute Karte, mag ich. Vorlesen. Hallo? Ich glaube, Jan muss vorlesen. Nein, muss ich nicht. Ich bin nicht Detra Max. Ist dran. Ja, oder Max, sagen wir einfach. Ja, aber ich sehe nichts. Was? Du musst die Karte oben links lesen. Oben links. Okay, warte. Was hat Angela Merkel zu Abend gegessen? Okay, jetzt. Da gibt's wieder. So. Oh, das ist ein guter. Ja, ich nehme das. Das esse ich auch jeden Tag. Also meins macht absolut keinen Sinn, aber ich habe nichts Besseres. Alright.
Muss ich? Ja. Ja. Okay, also. Angela Merkel hat zu Abend gegessen. Sprühschüsse im Inhalationsgel. Same! Okay. Same! Dr. Jesus Koks, der Messias. Was? Yes. What? Diese Kannibalen. Ja, ist so. Die kolumbianische Müsli-Mafia. Was? Gibt es die wirklich? Ich hoffe. Ich jawohl! Sandmafia. Ich kenne Sprühschüsse! Ich muss noch was haben wir denn gegen die Müsli-Mafia? Also, ab 2024 wird wieder was Neues olympisch. Was? Oh. Ich hab Angst. Ja, jetzt wird's witzig. Da kann man viel Scheiße mitmachen. Ja. Apropos Scheiße, habt ihr schon mal Sprühschiss im Inhalationsgerät gegessen? Nein. Nein, nur verfüttert. Ach, gut so. In Jo Ollis Van steigen soll ab 2024 olympisch werden. Da ist nur die Frage, darf man nicht erst ab 18 bei Olympia mitmachen? Ja, dafür gibt's dafür ist die Regel aufgehoben. Ja, okay, einfach okay. Jugend-Olympia. Okay. Oder Tierporno soll ab 20... Das eigentlich... Schaffen wir es, dass wir alle sexuell sind? Und? Fast. Oh. Da steht fast Epic Sex Guy. Comedy. Yeah. What the fuck? Während die USA und die Sowjetunion um den Mond kämpfen, steckte die mexikanische Regierung Millionen von Pesos in die Erforschung von. So, oh wir. Nein, da. Sehr oh Gott. Hilfe. In die Forschung von. Ich hab ne ganz miese Hilfe. Weißt du, Zeit? Los! Zieh das Kokain! Alter, du hast eine alte Taube. So, komm. Wie, warum und in was wurden so viele Pesos gesteckt? In meinen Arsch. Was? Recep Tayyip Erdogan, der Schuckel-Schnauzbart-Chef-Osman. A. Ah, die Pesos. Rassenkunde bei Gangster Rap. Wow. Die Tatsache, dass ich hier nirgendwo Catgirls sehe, macht mich traurig. Leck mich. Weil das wäre schön gewesen. Nein. Yay, yeah, Gangster Rap, beste Wissenschaft. Hallo, die Mexikaner erforschen doch sicher den ganzen Tag Rassenkunde. Was? Wieso? Oh, die gefällt sagt. Mir. Die gefällt mir. Die Frage gefällt mir. Hast du keine Frage, bist du behindert? Juckt ja, mich kann, nicht, fick dich. Ist doch egal. Wenn jetzt irgendwer deine Mutter schreibt, der wird gekickt. Moment, wie sagst du, der wird gekickt? Ich bin der Host der Runde! Ja, dann pole ich deinen Laptop und kick die damit. Oh, nice. Kickst du mich dann auch? Oh ja, tritt mich da hin. Was? Was? Nein. Ja, dann mach schneller. Echt? Sonst schneller. Mir ist Konfuzius sagt, mir ist einfach nichts eingefallen. Ah! Konfuzius sagt, your mom gay. Your mom gay. Wow! Hört auf, Zitat von mir aufschreiben, ja. Wow. Er sagt, your mom gay. Ja, genau das sagt er. Ah, scheiße. Easy. Okay, ich kann nicht glauben, dass von unseren Gebühren finanziert wird. Oh, da habe ich schon wieder so viele Gute. Ja. Nehmen wir doch an. Oh mein Gott, ich habe was Geniales. Ich kann nicht glauben, dass King auch ein Penis aus unserem Gebühren finanziert. Also doch, den finanziere ich gern. Dem würde ich auch Geld spenden. Ja. Oh. Kann ich glauben, das stimmt mal eine Beschneidung. Der Winter ist ganz klar. Yes! Ich bin gut in diesem Spiel. Oh,
Boah, ich mochte aber auch das Inzestband. Der Spanier liebt es zu verspeisen. Köstlich! Also, ihr wisst, Spanier sind sehr seltsame Leute. Wir sind ja auch nicht in Spanien. Deswegen, ja. So. Strengt euch an. Spanien sind Spanier? Nee. Der Spanier liebt es, das Michelin-Männchen zu verspeisen. Aha. Relatable. Auch essen Spanier sehr gerne das Nein! Stopp! Und Spanier essen auch Michael Jackson, der eine Gruppe Kindergartenkinder sieht, ja. Boah. Ich weiß, was ich davon essen würde. Wo ist die Option, dass ich gar nichts wähle? boah, ich schwank zwischen zwei. Also fuck das Michelin-Männchen, aber Michael Jackson ist schon auch geil, aber ne. Ja. Oh. Ich hab auch einen Punkt. Nein, jetzt hat er einen Punkt. Er hat einen Punkt. Ich hab einen Punkt. Oh nein. Baseball Juniors. Oh nein. Oh nein. Was zum Ich hab wieder... Ich hätte hier mal so coole Ideen. Enttäuscht mich nicht, ihr Keks. Oh, ich hab ne richtig gute. Eine Sache, wer das sagt, der gewinnt sofort, aber ich werde nicht sagen, was. Ich hab die auch besitzt. Your mom gay. Ja, genau. Your mom gay. Wer ist die Mutter? Aha. Yeah. Ja, der hat aber Haare. Der weiß doch, ob er kann. Was? Was? Angela Merkels Arsch. Ah. Ich. Schade, dass sie nicht Bausett steht. Bausett wäre was. Nein. Das habe ich mir gedacht, dass du das ich hören willst, aber nein. Ich bin die Mutter. Ey, was habt ihr hallo? Gegen Merkels Arsch? Oder Meister Propper direkt hinter dir? Auf Gerüchten zufolge mag Till Schweiger. Oh Gott. Deine Mutter ist keine Antwort. Mann, ich hab wieder so viel Zeug, das einfach passt. Ich mach's simpel. Ah. So viel gutes Zeug immer. Richtig. Ja. Also, Till Schweiger mag den Knackarsch. Der Knackarsch, nicht den Knackarsch. Ach so, stimmt. Er mag. Außerdem mag er Kinder. Ja. Und er mag heiraten. Ja, das nehme ich auf jeden Fall. Mann, yes, zwei Punkte. Wir hatten so ähnliche Sachen, Sam. Das stimmt dann wirklich. Das war ja eigentlich dasselbe. Okay. Oh nein. Ich gebe meinen Kaffee so, wie ich auch gebe. Schwarz. Aha. Oh, ihr wisst, welche Worte ihr jetzt nicht sagen solltet. Oh mein Gott, ich hab sowas Schönes. Oh, ich hab ne ganz geile Karte. Aber die bringt jetzt nichts. Ja, das ist perfekt. Ich liebe meinen Kaffee so, wie ich auch. Arnold Schwarzenegger. Oh! Ja. Oh mein Gott. Well. Ich liebe meinen Kaffee so, wie ich auch. Gebt im aufsteigenden Dickdarm. Ah, yes. Ich liebe meinen Kaffee so, wie ich auch. Ich bin dafür, das ist. Ja, das hat eine gewisse Kreativität. Schwarz. Hallo, hat Krebs am aufsteigenden Dickdarm etwa keine? Was verbergen meine Eltern vor mir? Oh mein Gott, das kann ich nicht sagen. Ich will's nicht wissen, was jetzt kommt. Oh Gott. Immer wenn ich auf euch warte, gucke ich irgendwie behindert am Mikro vorbei in die Kamera und ich glaube, es ist seltsam. Nein, nein. Du musst so richtig in die Kamera starren. Erst dann wissen die Zuschauer, dass du überhaupt so auf sie achtest.
Hand nach hinten, ich will Unreal Tournament spielen. Halt dein Maul. So, was verbergen meine Eltern vor mir? Geburtstag! Okay. Oh Gott! Okay, ich würde mich distanzieren, wenn ich nicht zustimmen würde. Was verbergen meine Eltern sonst noch? Der einzig fette Mensch in Nordkorea. Wir wissen also, alle, von wem die Rede ist. Das muss man verbergen, das ist zu gefährlich. Ja, ist so. Ja. Und sie verbergen... Nein. Was? Ja, easy, ganz easy. Die Geburtskunde war ekelhaft. Ich hatte sie nicht gut. Ah, Happy Birthday, mein Lieber. Ich hoffe, dein Tag ist voller. Oh nein. Es gibt eine Sache, die ich immer wieder sehr gern sehen würde. Da war es viel zu obstrus drauf, kommt keiner. Okay. Okay, Happy Birthday, mein Lieber. Ich hoffe, dein Tag ist voller. Ah, yes. Okay. Immer. Tag. Yes. Wohl, der muss schon einen Fetisch dafür haben, wenn man seine Fetisch sieht. Oh, ja, richtig. Ja. Weißt du was? Das Problem ist. Du willst das alles scheiße. Nee. Die ersten zwei sind beschissen. Der dritte ist eins, was auch nur irgendwie passt. Ich hasse es bis zum Gehen nicht mehr. Ja, ich wusste das von dir. Hallo, ich was hast du? Auf. Ich wusste das, was war. Oh nein, wodurch hast du deinen Unschuld? Oh nein. So Laserkarten, die keinen Sinn machen. Ich kann jetzt irgendwie... Boah. Das ist das Dümmste, was ich legen kann. Fuck it. Jetzt. So. Was? Ich habe gegen die eigenen Eier furzen. Wie soll das funktionieren? Biologie. Freundschaft in Frankreich. Ja, weil in Frankreich marschiert man doch ein. Ja, wortwörtlich. Okay, wow. Das war klar. Och, oh Mann, ich war doch so kreativ. Ich meine, die Freunde, das besuchst du gut. Och nein, oh schon nein. Wieder so was. Schwärze, .. Och nein, ich will nicht. Okay, ich hab die beste Karte. Ich habe sehr Angst vor dem nächsten. Ich schmeiß jetzt mal katholischen Pömpel weg, es tut mir leid. Der ist eine gute Karte, aber hat selten so, ne, kann man selten gescheit nutzen. Ja. Aber anders als deine Mom. Ich bin echt gespannt, was ihr hier legt. Ja, ich hoffe einfach, dass es reicht, damit der Kanal nicht gestrikt wird. Schwarz, Schwärze, ich. Schwarz, Schwärze, ich. Yes. Schwarz, Schwärze, ein Hund mit einem Arsch, der nach französischem Vanilleeis schmeckt. Was? Also, ich finde, das macht Sinn. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich war Schwärze als Sexarbeiterin und heller als Vanilleeis. Das ist falsch geschrieben. Das ist, glaube ich, klar. Goddammit, das ist wirklich nicht so. Ich habe die Kommas nicht gesehen, fuck. Diese Karte hatte ich von Anfang an nicht gewusst. Irgendwann ein bisschen, wenn sie so juckt es zwischen meinen... Ich find's halt ganz toll, das soll ich vielleicht für die Zuschauer mal erwähnen. Ich habe ja hier Headset auf und das Mikro. Hier über Discord, die Leute, die hören mich alle übers Headset, weil da rauscht's nicht. Ihr hört mich übers Mikro, deswegen habe ich keine Ahnung, wie ich für euch klinge. Ah, nice. Wieso juckt es zwischen meinen Arschbacken? Was? Das ergibt keinen Sinn! Also, wenn du keine Fantasie hast. Aha. Oh, ich geh gleich. Wenn das letzte auch so scheiße ist, geh ich aus dem Raum. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, er ist wirklich... Ist er noch da?
Ich würde sie ja als Facecam nicht sehen. Ich hasse euch Fragen. Alle. Schön. Das wollen wir so haben. Abgrundtief. Verdammt. Wir spielen übrigens bis 7 Punkte. Noch eins, dann hat der Max gewonnen. Oh, scheiße. Yes. Wenn Gellendorf besiegt wird, verwandelt er sich zu einer zweiten, noch viel stärkeren Form. Die Karte ist natürlich sehr stark. Ja, komm. Jetzt oder nie. Jetzt muss ich meinen Joker ausspielen. Der Joker. Geräusche. .mp4. So. Johnny Sins! Nein! Das ist Max? Deine Mutter hat einen Sohn? Gut. Och Mann, jetzt haben die beide 6 Punkte! Yes. Was? Seitdem ich mit Anni Platz 6 habe, ich find's gar nicht so schlimm. Was? Wer hier jetzt AIDS schreibt, ist die unkreativste Person aller Zeiten. Das stimmt. Nee, die Karte ist von selbst falsch geschrieben, die nehme ich doch nicht. Wow. Mann, auf die ich bin schon länger vor. Komm, brauch Jan immer am längsten. Weil er fett ist. Ich fett. Was? Also ich finde, unergründliche Dummheit gar nicht so schlimm. Die Transformer finde ich auch gar nicht so schlimm. Das ist eine Lüge, die finde ich sehr schlimm. Oh, Roasted! Yes! Mann, ey. Die dümmste Antwort gibt mir einen Punkt. Jawohl! Oh mein Gott! Okay, es handelt sich hierbei um ein Amphetamin namens... Hab's. Aha. Okay. Ich kann es mal kurz vorbei, weil ich weiß auch nicht mehr genau, was es ist. Das Rest ist so ein bisschen was ist. Amphetamin, synthetisch hergestellte Substanzen. Okay. Es handelt hierbei um ein Amphetamin namens das reine Körperqualität. Wow! Na, das ist kein Amphetamin! Das ist schon ein Siegel. Es handelt sich hierbei um ein Amphetamin namens verunrein. Wow. Eiswürfel aus Wurstwasser. Oh mein Gott. Das ist alles so scheiße. Es ist schmackhaft. Was hast du gegen Wurstwasser? Oh ja, sehr schmackhaft. Danke. Drei so. Punkte. Neo. Ich hätte Eiswürfel aus Wurstwasser genommen. Ach, scheiße, ich muss jetzt... mit VR ist irgendwas eine völlig neue Erfahrung. Oh, ich muss jetzt Jans erwischen, sonst ist die Runde rum. Aha. Oh mein Gott. Pornos. Hier. Also, mit VR ist die Ebenenspinne. Zisch, zisch. Die Ebenenspinne. Ich bin die Ebenenspinne. Zisch, zisch. Ich habe eine Ebene gesponnen, die nicht parallel zum Boden verläuft. Zisch, zisch. Oh Gott. Mit VR ist auch selbst das. Ah, und mit VR ist Milch, die nicht nach Milch schmeckt. Nein. Hä? Zisch, zisch. Zisch, zisch. Zisch, zisch. Zisch, zisch und die Runde ist rum. Oh mein Gott. Zisch, zisch.